Fortnites Battle Royale wächst stetig weiter und zieht tagtäglich immer mehr Spieler in den Bann. Jetzt will Epic Games noch mehr davon in seinen Bann ziehen und hat große Pläne für die nächsten Jahre. Mehr dazu gibt es nach dem Intro. Los geht's! Epic Games will größer werden. Was macht man? Klar, man bringt eine mobile Version für iOS und Android raus. Vor kurzem gaben die Spieleentwickler bekannt, dass sie Fortnite auf Smartphone und Tablets bringen wollen. Die Anmeldephase für die iOS-Version soll bereits in wenigen Tagen starten. Android-Nutzer müssen jedoch ein wenig länger warten, da der Test erst in den kommenden Monaten stattfinden soll. Epic Games verspricht sogar, dass die Smartphone-Version der Konsolen sowie PC-Version in nichts nachstehen soll. Epic verspricht selbes Gameplay, selbe Maps, selbe Inhalte, dieselben wöchentlichen Updates. Wir glauben, das ist die Zukunft der Spiele. Derselbe Titel auf allen Plattformen, Konsolenqualität, Grafik und Action, spielt wann und wo ihr wollt. Aber das war noch nicht alles. In puncto Crossplay will Epic Games noch eine Schippe drauflegen. Nick Chester, der PR-Manager bei Epic Games, hat via Twitter den Matchmaking-Prozess bei Crossplay erklärt. PC-Spieler enden nicht in einer Mobile-Lobby. Mobile-Spieler können auch auf Wunsch mit Freunden an der PS4 und dem PC zusammenspielen. PS4-Spieler auf Wunsch mit Freunden am PC. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Hat euch das Video gefallen? Däumchen wären Träumchen. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.